Daily Knödel, euer YouTube-Kanzler. K-Team Tag, du hast die Machtredaktion. Polit-Schocker, yay. Du hast die Macht. Hallo, ich bin's, Daily Knödel, euer YouTube-Kanzler. Und wie man sehen kann, ich bin jetzt endlich an meiner Wirkungsstätte angekommen. Normale Kanzler müssen Kindergärten einweihen und Denkmäler. Ich habe die Ehre, den Relaunch dieses Kanals hier einzuweihen. Das heißt, das Design wird umgestellt, es gibt einen festen Programmplan, jeden Tag ein Video. Jeden Montag erwartet euch eine kleine Wochenvorschau, so in Form eines Vlogs, wo ich oder jemand anders erzählt, was euch die Woche über erwartet. Dienstags ist dann immer K-Team-Tag. Schon diesen Dienstag erwartet euch da Kai von Nordpunkte mit einem, ja, kleinen News-Video über drei aktuelle Themen. Sehr geehrte Zuschauer, ja, mein Name ist Kai von Nordpunkte, das wissen Sie und ich auch, Gott sei Dank, Mensch. Mittwoch gehört dann ganz den Leuten aus der Du hast die Macht-Redaktion. Ich war da ja schon zu Besuch und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Verrückten sich einiges haben einfallen lassen. Das Format, was da hochgeladen wird, nennt sich PolitX. Keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Donnerstag ist dann wieder K-Team-Tag. Stopp! Was ist jetzt eigentlich dieses K-Team? K-Team, das steht für Kanzler-Team und das ist eine Gruppe aus 10 YouTubern, in der unter anderem ich bin. Aber halt auch logischerweise 9 andere. Guten Tag, hallo Leute. Herzlich willkommen. Oh, so. Panda! Hi Leute. Hallo liebe Genossinnen und Genossen. Guten Abend. Die haben auf diesem Kanal verschiedene Formate, jeder so sein eigenes. Und dienstags und donnerstags sind sie damit beschäftigt, ein bisschen politisch zu sein. Diesen Donnerstag bedeutet das, Sascha von Drillinge Hicks hat die erste Folge seines Formates, Hick-Up heißt das. Da arbeitet er Themen der Netzpolitik auf, ganz interessant, das ist ja momentan ziemlich am Brodeln. Hallo Leute, okay, das sieht blöd aus. Hallo Leute, ich bin Sascha. Und Freitag, pünktlich zum Wochenende, ist dann Hardcore-Tag. Das heißt, euch erwarten maximal 30-sekündige kurze Clips. Polit-Schocker heißen sie so schön. Kann sein, dass ihr seht, wie nackte Zwillinge ein YouTuber-Treffen stürmen. Oder wir sind live bei einer Schlachtung dabei. Samstags und sonntags geht's dann wieder nur um euch. Wir nehmen uns eure Kommentare vor, reflektieren kurz, lesen sie, beantworten sie, kommentieren sie, was man mit Kommentaren halt so macht. Und während wir das machen, könnt ihr euch direkt wieder auf den Montag freuen, denn da geht's wieder von vorne los. Das war eine kurze Zusammenfassung dessen, was euch erwartet auf dem Kanal. Wir halten jetzt erstmal durch bis zur Wahl und danach gucken wir weiter.